Für den nächsten kleinen Effekt hole ich mir jetzt wieder ein Video in die Timeline. Linke Maustaste gedrückt halten, loslassen, nicht anpassen. Um diese Ansicht hier drin ein bisschen größer zu kriegen, kann ich hier vorne hingehen, zwischen der ersten und der zweiten Spur. Dann ändert sich der Mauspfeil, dann drücke ich die linke Maustaste runter und verschiebe das entweder nach oben oder nach unten. Als nächstes hole ich mir wieder das Bienchen dazu, eine Comicfigur. Ich drücke die Leertaste. Ich möchte jetzt, dass die Biene länger zu sehen ist. Das heißt also, ich klicke hier drauf, gehe an den Rand, drücke die linke Maustaste runter und ziehe diese Spur einfach größer. Leertaste drücken. Damit erreiche ich, dass das Bienchen länger zu sehen ist. Wieder an den Anfang etwa. Jetzt habe ich ja dieses Sichtfenster kleiner gemacht, aus einem bestimmten Grund. Ich möchte also, dass diese Biene aus dem nicht sichtbaren Bereich über diesen Bildschirm fliegt und dann hier wieder verschwindet. Ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Also wieder ein Effekt und Größe, Position, Rotation. Muss ich hier wieder sagen, anwenden. Jetzt gehe ich mit dem Mauspfeil darüber, drücke die linke Maustaste runter, lasse die gedrückt und ziehe jetzt einfach das Bienchen aus dem Sichtbereich. Als nächstes setze ich einen Keyframe. Da ist er. Jetzt gehe ich an eine andere Stelle meines Videos. Fasse die Biene wieder mit der linken Maustaste an, lass die Maustaste gedrückt und gehe durch das Bild hindurch. Und lass die linke Maustaste los. Und das Programm hat erkannt, hier ist ein weiterer Keyframe entstanden. Fertig. Damit diese Bewegungen geschmeidiger laufen, klicke ich hier nochmal kurz drauf. Und jetzt lasse ich das Video durchlaufen. Und unser Bienchen läuft durch das Bild. Durch Drücken der Steuerungstastatur und Rollrad-Maus nach oben rollen, komme ich dann schrittweise wieder, hier oben steht's, auf die 100%. Und nun schaue ich mal das kurz nochmal an. Wem es gefällt, vielen Dank, vormachen, nachmachen und tschüss.